Und damit herzlich willkommen zurück auf dem Rheinsteig auf der 8. Etappe. Ich freue mich heute, ja, diesen Steig weiter entlang zu laufen, denn für mich geht es heute wieder zurück zum Rhein und darauf freue ich mich. Wie man sieht, ich bin jetzt hier mitten in einer Ruine bei Sain. Ich habe ja in der letzten Etappe gesagt, irgendwie hat die überhaupt keine Highlights, aber ich glaube, das gehörte noch zu der letzten Etappe. Aber wir sind da ja direkt mit dem Bus, weil der kam auch direkt wieder nach Neuwied gefahren. Aber ist nicht schlimm, denn ja, was hier endet, fängt auch hier wieder an und dementsprechend sind wir jetzt hier mitten in der Borg Sain oder Ruine, wie man es will. Und wunderschön, direkt am Anfang was zum Filmen, was zum Gucken, was zum Bestaunen. Und so kann es weitergehen auf der heutigen Etappe. Ab die Post! So kann eine Etappe anfangen. Hinten das Stück habe ich, oben geht es noch ein ganzes Stück weiter. Also schon ein Riesenstück Borgruine hier. Und überall umgeben von Bergen, macht schon einiges her hier. Schaut mal, wie das aussieht, als wäre da irgendwas reingekracht. Ein Flugzeug oder so. Ziemlich beeindruckend. Jetzt kann man auch das untere Areal der Ruine von hier oben echt super bestaunen. So, jetzt gehen wir langsam zum oberen Areal. Und wenn man die ganze Zeit beim Aufstieg so viel zu sehen hat, dann ist das Hochgehen, ja, wie Fahrstuhl fahren. Schon ein ganzes Stück weit oben jetzt. Und hier auch die Traumpfade Rhein-Mosel-Eifelland. Und dort über der Rhein steigt natürlich. Und jetzt geht es vom mittleren Areal hoch zum obersten Areal. Und da steht dann auch die Borg. Vorsicht, Holz, rutschig. Und wie man sieht, ist ja auch einiges geboten, aber zurzeit auch einiges geschlossen. Deshalb, wenn wieder die normalen Zeiten sind, dann lohnt sich auf jeden Fall auch mal einen Familienausflug hier hin zu machen. Ansonsten zum Gucken ist es auch wunderschön. Und von hier kann man sogar bis rüber in die Eifel schauen. Und hinter dem Berg irgendwann müsste auch Koblenz erscheinen. Und dort sieht man noch so, ja, die Schutzmauer, hier die Löcher, womit man ja hier die Borg verteidigt hat. Sehr schön hier oben noch erhalten geblieben. Oha, führt der uns jetzt lang hier der Rheinsteig?
Und die Traumpfade führen jetzt dort runter. Der Rheinsteig führt uns aber hier hoch. Ich versuche heute etwas zügiger zu gehen, denn ich möchte gerne heute Koblenz erreichen. Wahrscheinlich dann in der Dunkelheit. Aber erstmal laufe ich diese eine Etappe zu Ende und dann schaue ich noch mal auf die Uhr und dann überlege ich mir, ob es Sinn macht. Ja. Aber wenn ich Koblenz im Dunkeln erreiche und da die Etappe beende, dann heißt das, die nächste Etappe fange ich dort an. Und dann sehen wir auf jeden Fall Koblenz auch im Hellen. Aber mal schauen, ich versuche ein bisschen zügig zu gehen und mal gucken, wie es heute hinhaut. Und wie man sieht, stößt auch der oder die Traumpfade wieder hier auf dem Rheinsteig. Und wie man sehen kann, hier geht es dermaßen in Serpentin hier runter. Also man kann es von hier echt beobachten. Sieht schon krass aus. Also hammerhart. Das zeige ich euch jetzt. Okay, wenn ich nicht hinfalle. Also schaut mal Leute, wie steil und das hier jetzt in Serpentin. Halleluja. Wow, das ist der Rheinsteig, Leute. Geil. So, echt cool heute. Direkt vom Anfang an. Hammer. Muss auch gucken, wo geht's hier lang? Okay, eben in Serpentin runter und jetzt wieder hoch. Up and down, hoch und runter. Ihr wisst Bescheid, meine Lieblingswörter, meine meistverwendeten Wörter hier auf dem Rheinsteig. Sorry Leute, aber ist halt nun mal so. Puh. Okay Leute, ich glaube, ich habe meinen Mund wieder mal etwas zu voll genommen. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum diese Etappe nur 11 oder 12 Kilometer hat. Ja, vielleicht gehe ich auch nur eine Etappe. Ich meine, der Weg ist das Ziel, Leute. Also, die Wegführung ist schon einmalig. Ja, auch wieder ganz viele Felsen. Sorry Leute, ich muss Luft holen, das hört man jetzt wahrscheinlich erkennen kann. Da ging es eben in Serpentin runter. Ich muss jetzt hier auf den Weg gucken und hier wieder hoch. Und ich bin noch nicht oben. Und unten verläuft auch sehr idyllisch so ein cooler Bach, wo ich jetzt am liebsten reinspringen würde und richtig schön trinken möchte. Ja, genau so sieht's aus. Und fast hätte ich angenommen, da geht's für mich lang. Dann habe ich aber das gelbe Schild gesehen und das bedeutet Zuweg. Ja, natürlich geht es hier hoch für mich auf dem Rheinsteig. Ich Dummkopf, wie hätte ich denn jetzt denken können, es geht da runter. Ja, ich komme ins Schwitzen. Ich könnte mir jetzt hier die Jacke vom Leibe reißen. Aber es macht Spaß, Leute. Ohne Witz, richtig gut. Auch hier geht es für uns nicht lang. Nein, Serpentine für Serpentine. Wow. Meine Damen und Herren, ich präsentiere euch jetzt die nächste Serpentine. Ich habe leider nicht gezählt, aber es sind
einige hier zu begutachten. Und wir kommen auch langsam hoch, wie man hört, am schönen, kühlen, kalten Wind, der jetzt auch gut tut. Ja Leute, und da kann man jetzt auch ganz deutlich die Brücke von Neuwied sehen und dementsprechend auch den Rhein. An der GoPro weiß ich jetzt nicht. Spitzkehre! Wow, es geht immer noch höher. Die da runter, da wieder hoch, hier die ganze Zeit. Oh, Halleluja. Okay. Vor allem hier hört man so gut wie nichts, einfach nur Natur. Weil ja hier eingekesselt in den Bergen hier. Boah, meine Güte. Er ist krass. Schon wieder so ein römisches, so ein römischer Wachposten. Diesmal hier auch so mit diesen alten Sperrzäunen. Natürlich nachgestellt, so lange halten die sich ja nicht. Auch diese Burg und so wurde alles wieder nachgestellt. Auch da sogar liegt ein bisschen noch Schnee an den Bäumen, minimal. Gut, die Sicht ist jetzt auch nicht so gut, aber man sieht auf jeden Fall schon mal was. Und dahinter über diesen Buckel, dann geht es auch wieder richtig zum Rhein. Und ja, unglaublich. Erste Mal in diesem Jahr für mich Schnee. In Köln, ja, was heißt Schnee? Ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber wenn man aus Köln kommt, dann ist das schon Schnee. So, jetzt muss ich mich orientieren. So, wo steht das? Und ja Leute, so wird langsam aus dem Herbst ein Winterprojekt. Ihr lacht jetzt vielleicht, aber das ist mega cool. Unten liegt einfach gar nichts. Ich meine jetzt hier auch nicht viel, aber es ist auch sowas wie ein Erfolgserlebnis, wenn man aus dem Tal hochläuft und dann merkt man einfach, man hat ein bisschen was an Höhe gewonnen, denn hier liegt zumindest schon mal ein bisschen Schnee. Und ja Leute, jetzt fühle ich sowas wie der zweite Frühling oder so. Der Rhein ist wieder vor mir, eben ein kleines bisschen Schnee gesehen. Das gibt einem so richtig Motivationsschübe. Ich weiß auch nicht, als hätte man jetzt sich irgendwie eine Tablette eingeworfen. Gleich fange ich an zu joggen hier, ey. Zuckerrüben, das ist, ja, Zuckerrüben, daran erinnere ich mich immer an meine zweite Heimat, die Eifel. Da gibt es so viele Zuckerrübenfelder, auch eine riesige Zuckerrübenfabrik. Und hier der Rhein, jetzt endlich wieder da. Leute, das gibt Power, Power ohne Ende. Richtig, richtig Motivation für mich jetzt gerade hier. Ja Leute, ziemlich ärgerlich. Ich habe mich jetzt so hart verlaufen wie noch kein Mal auf dem Rheinsteig. Ich war eben so gedanklich irgendwie mit mir selbst beschäftigt. Ja, dass ich gar nicht mehr so geguckt habe nach den Wegen. Ich gehe einfach. Irgendwann fällt mir so auf, hä, hier steht ein Jeep und ich laufe die ganze Zeit auf so einem Pfad auch übelst runter. Deswegen drehe ich jetzt nicht einfach um und gehe wieder hoch, sondern ich hoffe, dass ich irgendwann wieder auf den Wanderweg stoße. Ich hole gleich meine Karte raus, wenn hier irgendwo eine kleine Ortschaft ist, dann orientiere ich mich und versuche dann wieder auf den Rheinsteig zu kommen. Also das ist echt blöd, es ging jetzt so steil runter die ganze Zeit. Ich war echt irgendwie weggetreten gedanklich, krass. Also so ist mir das auch noch nicht passiert. Ja, jetzt muss ich erstmal, wie gesagt, eine kleine Ortschaft hier finden. Dann gucke ich, dass ich irgendwie wieder drauf komme. Am besten auch nicht in diesem Weg, wo ich herkomme, zurück. Dass ich jetzt nicht, ja, den allergrößten Umweg hier laufe.
wie man jetzt hier sieht, ich habe mich so stark verlaufen. Ich bin jetzt in Bendorf, bin hier irgendwie mittendrin jetzt. Und ja, da wie man sieht, geht es, ich blätter mal eben weiter, wie man sieht, geht es hier nach Fenler, oder wie heißt das? Fallender. Nach Fallender geht's und dort endet auch diese Etappe. Ich überlege mir jetzt, wenn ich in Bendorf bin, zum Rhein und dann bis nach Fallender und von Fallender dann wieder hoch zu gehen. Weil alles andere wäre jetzt echt, ja, ein Umweg. Und dann würde ich das auf jeden Fall nicht schaffen bis nach Koblenz. Im Hellen. Das habe ich irgendwie immer noch vor, aber wird jetzt ein bisschen unrealistisch. Ja, ziemlich blöde verlaufen. Ich habe mich jetzt ein bisschen wärmer angepackt, damit ich nicht die Wärme verliere. Hier und so eine Thermoskanne von meiner Frau hat die mir heute mitgegeben. Ja, super praktisch und hält immer noch warm. Und das finde ich cool so. Und ich bin jetzt in Bendorf, laufe jetzt Richtung Fallender. Und dort schaue ich dann gleich auf die Uhr und dann überlege ich mir, wie es dann weitergeht. Ja, ziemlich blöd gelaufen. Ich glaube, so krass verlaufen habe ich mich schon lange nicht mehr. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob überhaupt schon mal so krass. Naja, ich habe mir eben noch Kinderpunsch aus der Thermoskanne getrunken. Da freut sich mein inneres Kind, was sehr ausgeprägt ist. Und jetzt geht's weiter, schön warm angezogen. Wenn man so eine Pause macht, dann spürt man auch sofort wieder die Kälte. Und deshalb schön warm angezogen, damit die Wärme bei mir bleibt. Tell me all about you, tell me all about the struggles of your life. Everybody has a story to tell. Ja Leute, ich bin von Bendorf immer weiter an der Straße entlang gelaufen, ja, bis der Bürgersteig da mal aufgehört hat. Dann genau dort war eine Bushaltestelle. Den Bus habe ich dann auch dort genommen. Da stand einer, ich habe ihn gefragt, wie weit ist es bis nach Fallender, und er meinte, ja, 2 Stationen zum Bahnhof. Ich dachte mir, gut, bevor ich an der Straße entlang laufe. Er meinte auch, er kommt in 2 Minuten, fahre ich diese 2 Stationen mit dem Bus. Gut, und vom Bahnhof in Fallender war direkt ein Zuweg wieder zum Rheinsteig. Ging jetzt hier ein bisschen durch die Vorstadt von Koblenz, oder es gehört schon zu Koblenz, ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Aber auch der Weg hier, sehr elegant gelöst, hier überall durch so, ja, so kleine Strebergärten, und ja, sehr elegant. Na gut, jetzt geht's wieder nach oben. Ich meine, es bleibt jetzt noch 2 Stunden hell und muss jetzt ein bisschen Gas geben, damit ich Koblenz in der Helligkeit noch erreiche. Ja, ein bisschen nervig, aber gut, kann auch mal passieren. Bin einfach eingeschlafen beim Wandern. Gut. Ich denke, ich habe das Beste irgendwie noch draus gemacht. Sehr schön, das gefällt mir. Cool. Und wie man hört, ist dort hinten irgendwie so ein Hundeheim oder so. So komische alte Hütten, und wie man hört, ist da richtig Stimmung. Vor mir sehe ich jetzt auch Koblenz, und mal schauen, bis jetzt der Weg hier, ja, wie man sieht, die ganze Zeit ungefähr so. Aber auch gut, ich wollte eh jetzt Kilometer machen. Bin jetzt, ja, da sieht man auch den Fernsehturm. Ja, so ganz schön im Nebel, ist ganz schön wiesig heute. Oh Mann. Und gerade ist mir so ein bisschen, ja, durch den Kopf gegangen, wie ich überhaupt zum Wandern gekommen bin. Ja, ich bin im Prinzip damals immer mit dem Mountainbike oder auch mit dem Mountainbike normale Fahrradtouren gemacht. Ja, bis ich dann irgendwann mit meinem Kajak auf dem Rücken zu einem See gefahren bin mit dem Fahrrad. Und dann wurde mir dort, wo ich Kajak
fahren war, mir das Fahrrad geklaut. Und ja, das Geld hatte ich nicht, um mir direkt wieder ein neues zu holen und so. Ja, so ein gebrauchtes oder sowas wollte ich jetzt auch nicht haben. Und damit, ja, war ich am Überlegen, was machst du jetzt? Und dann bin ich einfach mal losgelaufen, einfach mal wandern gegangen. Einfach mit meinen normalen Straßenschuhen, hatte ohne Ende Blasen. Ich denke, boah, nee, das Wandern, das ist ja irgendwie gar nichts für mich. Aber trotzdem, irgendwie war das auch so für mich dann eine Herausforderung, da irgendwie dran zu bleiben. Und dann kam ich mal auf die Idee, mir ein paar, ja, Wanderschuhe zu kaufen. Aber auch günstige, ich wollte da jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben. Und dann bin ich damit losgelaufen auf dem Römerkanal-Wanderweg. Hatte ich vor, mit Gepäck direkt alles drauf, keine Ahnung, vielleicht 30 oder keine Ahnung wie viel Kilo ich hinten drauf hatte, Schlafsack, alles drum und dran halt. Mitten im Sommer auch Wasser alles drinne, Kocher. Oh je, ich bin einfach losgelaufen und bin echt nicht weit gekommen. Ich hatte dann auch so heftige Blasen wieder. Also ich hatte da mit den Füßen echt so große Probleme. Da kam sogar Blut durch die Socken raus. Also es war ganz heftig, wie ich zum Wandern gekommen bin. Ich habe immer Schmerzen gehabt, auch wenn ich zu Hause war. Ich hatte das Gefühl, mein ganzer Körper ist kaputt. Ich kann mich ja nicht mehr bewegen. Naja, auf jeden Fall war das aber auch für mich so eine Herausforderung. Ich denke, das kann doch nicht sein. Da musst du auch irgendwie mit klarkommen. Und dann habe ich ja immer weitergemacht. Erstmal kleine Brötchen gebacken. Ja, und dann irgendwann hier diese Schuhe, die ich jetzt anhabe, mir zugelegt. Etwas teurere, ich glaube über 150 Euro oder so. Ja, dann fing es an. Irgendwie kam ich dann immer besser mit klar. Aber eigentlich finde ich gar nicht, dass die Schuhe so das Wichtigste sind, sondern dass die Füße sich dran gewöhnen, habe ich so festgestellt. Dass erstmal so eine Art Hornhaut sich entwickelt und die ja abgehärtet werden. Gut, sicherlich sind Wanderschuhe auch vom Vorteil, ist klar. Und ja, so kam es dann, dass ich irgendwie ja jetzt richtig motiviert bin und Bock habe, immer weiter zu laufen. Ja. Jetzt bin ich auch wieder ziemlich oberhalb. Ja, in so einer schönen Gegend. Zwischen den Häusern hat man immer kurz mal so einen Blick auf die Skyline von Koblenz, wo Mosel und Rhein sich treffen. Am Deutschen Eck. Ja, das mit dem Deutschen Eck nehme ich zurück, kann man noch nicht sehen. Es hat jetzt auch angefangen zu regnen, wie man sieht, hier vor mir jetzt Koblenz. Ja, mal gucken, was das hier sein soll. Vielleicht eine Aussichtsplattform. Rhein-Mosel-Blick. Ja, ist eine Aussichtsplattform. Ich hoffe, die hat offen. Das wäre mal cool. Ja, sieht offen aus. Ja, cool, die hat offen. Der Aufstieg hier sieht schon cool aus. Die Treppen sind hier so offen, kann man einfach da schon den Ausblick genießen. So, ganz nach oben natürlich. Jo, das ist mal eine ziemlich coole, wow, Aussichtsplattform. Ist ja schon fast hier ein Kunstwerk. Schaut mal so. Haben die cool gemacht. Ja, Leute, ich verabschiede mich jetzt hier an dieser schönen Stelle. Es fängt jetzt richtig an zu regnen. Ja, die GoPro hat kein Licht. Mein Camcorder hat Licht, aber ist nicht wasserdicht. Und ja, ich würde sagen, ich habe es noch geschafft, Koblenz zumindest von hier aus zu sehen. Nächste Etappe fange ich dann an. Ja, hier wieder in Koblenz natürlich. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Dann geht's, glaube ich, auch schon hin zur Ruppersklamm. Wenn ich mich nicht täusche, ich muss noch mal zu Hause nachschauen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht mich. Ist echt sehr windig jetzt gerade. Hat mich wie immer gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. War heute ein bisschen Kuddelmuddel.
Aber irgendwie habe ich auch das Beste draus gemacht. Ich bin trotzdem ziemlich kaputt heute. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kilometer ich gelaufen bin, aber gefühlt war es auf jeden Fall anstrengend heute. Mich freut es, jetzt wieder hier überwiegend am Rhein entlang zu gehen, die nächsten Etappen. Wie weit es noch geht, ich weiß es nicht, Leute. Ich gehe einfach und mal schauen. Ne? Kennt ihr ja. Okay, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Thank you.